Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Project Zomboid mit Bufo. Wir machen gerade eben wichtige Arbeiten, die auch mal getan werden müssen. Wir versuchen uns jetzt hier so nach und nach jetzt hier ein bisschen mehr abzusichern, also die Bude sicherer zu machen. Und das wird jetzt halt ein kleines bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber manche Dinge müssen halt einfach getan werden, ne? Wie man gerade, kann man das eigentlich so nacheinander machen? Probier's mal gerade eben. Es sieht so aus, dass man das hier so machen kann. Cool, mal gucken. Wenn wir mal die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, das scheint zu klappen. Ich lerne immer wieder neue Dinge über die Funktionen des Spiels. Oh, Moment. Er kann anscheinend nicht unendlich viele sich merken. Bufo ist vergesslich. So, let's go. Ja, so langsam werden wir müde. Aber damit müssen wir wohl leben. Also, wir haben jetzt hier erstmal jetzt hier diesen Weg jetzt hier freigeklöppelt. Jetzt bringe ich erstmal den Hammer wieder in die ins Auto. Und dann... Ja, dann... Müssen wir halt irgendwie einen Weg finden, so langsam. Aber ja, wir müssen Holz fällen. Dann müssen wir da noch mehr Holz fällen, um noch mehr von den Hölzern zu, also von den Baumstämmen zu haben. Was mache ich denn da? Das Ding kommt doch da rein. Das kommt doch da ganz klar rein. Wo haben wir denn den Kollegen hier? Ausziehen, ablegen, genau. Genau, der kommt jetzt da wieder rein. Ich kann noch die Lötkolben und Schweißermaske da wieder reintun. So, wir haben noch einiges an Seilen. Jetzt hole ich mir allerdings erstmal eine richtige Axt. Voilà. Weil mit dem Beil ist uns jetzt hier nicht unbedingt so sehr geholfen. Wo haben wir denn das Beil? Wo ist denn das Beil, verflixt nochmal? Oder hatte ich das schon wieder längst aufgeräumt? Ja, komm, wir nehmen jetzt erstmal hier die Axt und fällen dann im Nachbarsgarten jede Menge Bäume. So, wunderbar. Die Bretter lassen wir jetzt hier gerade eben noch mal ein bisschen liegen, ne? Na, aber dann fangen wir mal schon mal jetzt hier an, ein bisschen frei zu räumen. Also, Bäume fällen. Einmal... Zweimal. Ach so, da macht es hier nicht eine Reihe. Und wenn ich Steuerung drücke? Ah ne, da macht es auch nicht. Okay. Die Steuerungen funktionieren interessanterweise unterschiedlich. Bäume fällen kann ich also nicht in Reihe in Auftrag geben. Zerstörung kann ich in Reihe in Auftrag geben. Spannend. Na gut, dann müssen wir da jetzt halt durch. Gott, dauert das. Aber die großen Bäume sind halt sehr, sehr anspruchsvoll, was das angeht. Ist auch eine Ausdaueraufgabe, wie man gerade sieht. Meine Güte. Ich sehe auf jeden Fall aber auch, dass es eine ganze Menge an Seilen ist, die uns dann fehlen wird. Ich muss, also so viele Seile habe ich ja gar nicht. Muss ich ja noch rauskriegen, wo ich jetzt, also gut, Klamotten und so könnte man machen, ne, von Zombies. Das dürfte auch funktionieren. Und mal direkt hier weiter. Ja, wir sind erst gemäßigt angestrengt. Das ist in Ordnung. Ach ja. Da endet übrigens, glaube ich, hier gerade eben der Zaun, oder? Kann das sein? Ich habe den Eindruck, der Zaun endet da. Ja, der endet da. Sehr interessant. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich nochmal in die Nachbarshäuser.
und guck mal, ob ich da vielleicht noch Zeug zum Binden finde. Ich meine, wir waren hier ja schon mal x-mal drin, ne? Gibt anscheinend hier keine Schränke oder sowas. Für das, was ich mir jetzt hier vorstelle. Was waren das? Tischlern für Dummies. Da wär's gewesen, ey. hier diese Sheet Ropes. Die kann man auf jeden Fall benutzen. Vorhänge entfernen. Auch hier Vorhänge entfernen. Die kann man auf jeden Fall auch zu Seilen machen. Hier Vorhang entfernen. Jetzt gucke ich mal gerade eben, dass ich aus den Dingern hier sofort Seile mache. So, Lakenseile herstellen, alle drei. So, das muss doch was. Oder gibt es hier nochmal zwei? Geilo. Nochmal einen Vorhang. Und noch einen. Und da ist noch einer. Perfekt. So, nochmal drei Lakenseile herstellen. Gut. Ja, wir sind wieder hardcore überladen, aber was? Ich hab mich gekratzt. Okay. Ja, so eine Scheiße kann passieren. So, dann machen wir jetzt hier nochmal ein paar von diesen Wänden, so viele wie wir machen können. Ja, so viele kann ich gerade eben gar nicht machen. Bauen, Wände, Wand aus Baumstämmen. Hä? Warum geht das hier nicht? Hä? Warum geht das hier nicht? Ich bin irritiert, warum geht das nicht? Hä? Ihr erlebt mich gerade eben hardcore verwirrt. Warum geht das hier nicht? Bauen, Wände, Wand aus... Okay. Also, ich sag jetzt mal, das, was ich denke, verstehen muss ich das nicht, oder? Also, ich möchte darum bitten, dass ich das nicht verstehen muss. Das ist doch absolut kurios. Das liegt aber hoffentlich nicht am Boden oder sowas hier, ne? Das hier liegt im Gras vielleicht? Nee, ja, überall woanders war ja auch Gras. Guck mal gerade, ob es vielleicht daran liegt. Aber wahrscheinlich nicht, weil da drüben war ja auch Gras. Das kann allerhöchstens sein, dass es irgendwie so eine verbuggte Stelle ist. Nö, ich kann das da nicht hinmachen. Aber ich kann es auch gar nicht mehr hinmachen. Geht es nicht mit den Lakenseilen? Das müsste eigentlich gehen. Hä? Also hier würde es gehen. Hier würde es nicht gehen, hier würde es auch nicht gehen. Hä, warum geht das nicht? Warum geht das nicht, ihr überall? Okay, ihr erlebt mich gerade eben wirklich hardcore irritiert. Und ich finde zu Recht. Ach so. Nee, Moment, das macht ja Sinn. Doch, jetzt weiß ich, woran es gelegen haben könnte. Moment. Das war einfach zu weit weg. Liegt's daran? Ja, es lag daran, um Gottes Willen. Okay, es lag einfach daran, dass da war ich noch nah genug an den Hölzern und da war ich wieder nicht mehr nah genug an den Hölzern. Okay.
Das muss ich gerade mal gucken. Wenn ich jetzt hier das hier bauen wollen würde, Wände. Wand aus Baumstämmen. Was? Stofffetzen gingen, aber Lakenseile nicht. Hä? Okay. Jetzt wird's absolut wild. Also Stofffetzen gehen. Aber keine Lakenseile. Das ergibt mal überhaupt gar keinen Sinn. Aber okay. Okay, ich bin nicht mehr überladen. Wir gehen jetzt erstmal essen. Wir haben genug für heute getan. Wird ja auch schon dunkel. Ich leg mal gerade eben die Axt jetzt hier noch ab, ne? Einfach mal hier hochklettern. Mamma mia, das war ja mal gerade eben eine äußerst fragwürdige Nummer. Ich tu mal gerade immer wieder den Wasserspender befüllen. So, dann gönnen wir uns nochmal hier eine frische Suppe. Wir müssen ja eh heilen. Also Bufo hat sich auf jeden Fall heute gut verletzt, ey, das sag ich euch. So, wir tauschen jetzt hier mal direkt das Pflaster. Was? Amputieren? Ja, nee, ist klar. Warum nicht? Sich einfach mal so versehentlich kurz mal amputieren. Einfach mal eine Runde verklicken, ne? Arm ab. Muss eine saumäßig aufpassen, ey. Okay, also wir sind jetzt halt wirklich völlig fertig mit der Welt, ne? Hier geht erstmal gar nichts mehr mit ihm. Also sehen wir mal zu, dass wir jetzt da wieder hochkommen. Und trainieren werden wir heute auch nicht mehr. Also, wir werden uns hinlegen und schlafen. Schlafen. Die 9 Stunden gönne ich ihm. Manchmal braucht man das einfach. Ja, es gibt dann manchmal so Tage im Leben, wo du einfach diese Menge an Schlaf nachholen musst. Guck mal, und er hat sie auch wirklich gebraucht. So, dann werden wir erstmal... Feuerzeug. Ach, da habe ich die Feuerzeuge rein. Das ist natürlich Unsinn. Erstmal wieder eine rauchen, genau. Also sobald man eine Säge dabei hat, wird es gefährlich. Dann kann man sie versehentlich selbst amputieren. Das sollte man echt vorsichtig angehen. So, Gerät brummt noch. Das ist gut. Achso, warte mal, wir hatten ja oben noch Klamotten. Moment, lass mich mal gerade eben... Ich guck mal, ob ich jetzt hier irgendwie noch Stofffetzen irgendwie herbekomme. Kann ja sein, dass ich das... Hier haben wir es nicht. Genau, kann ich das hier... Nee, das kann ich nur anziehen. Ein Barett. Kann ich auch nur anziehen. Jacke. Kleidung zerreißen. Das sind eine Menge Klamotten, die man einfach nur zerreißen kann und einfach nichts damit machen kann. Kleidung zerreißen. Das ist eine schwere Winterjacke. Nee, die mache ich nicht kaputt. Die könnte ich im Winter gebrauchen. Haben wir hier noch irgendetwas? Nee. Hier auf dem Boden? Da habe ich meinen Schrott drin. Auch nicht. Also wie viele Streifen haben wir denn jetzt? Ich habe Lederstreifen. Toll. Ja, Lederstreifen werden mir jetzt da, glaube ich, nicht so helfen. Nee. Das ist super. Die tue ich mal... Nee, warte mal. Die Lederstreifen kann man auch noch benutzen, um später seine Klamotten zu verbessern, ne? Eieieiei. Dann müssen wir jetzt noch mal in die Nachbarshäuser oder Zombos auf der Straße umhauen. Aber am besten... Na nee, es ist egal, wie wir sie umhauen. Wir brauchen... Klamotten müssen ja nicht intakt bleiben. So, also gut, dann mal. Wups. Gehen wir uns mal Zombies krallen.
durften sowieso wieder einige bei der Tanke rumstehen. Hoffe ich zumindest. Bis jetzt sehe ich wenige. Keiner drin. Ausnahmsweise mal kein Zombie da, wenn man einen braucht. Aber irgendwo müssen welche sein, da bin ich mir sehr sicher. Ah, hi. Wunderbärchen. Also gut, dann... Oh, das ist auch schon wieder für Bufo ganz toll. Also gut, Kleidung zerreißen. Alles. Bufo reißt der Dame die Klamotten vom Leib. Das hat keinerlei Implikationen, die in irgendeine Richtung gehen sollten, außer dass sie die Kleidungsstreifen braucht. Da ist auch nochmal einer. Ja, insgesamt ist die Nachbarschaft überraschend ruhig geworden. Irgendwo werden dafür umso mehr sein. Da kommt noch einer. Hi. Ja, der hat die Sportlichkeit auch nicht so viel geholfen. Sagen wir, wie es ist. Aber die haben auf jeden Fall wieder Geschmeide, dass es nur so knallt. Kleidung zerreißen, alle drei. So, jede Menge Stofffetzen. So, oh, hier sind sogar vier Klamotten, die man zerreißen kann. Ich brauche vier pro Wand. Gucken wir gleich mal, wie viele wir jetzt haben. Also gut, wir haben jetzt hier 33. Das sind schon eine Menge. Ich behaupte, das sind genug. Also ist sogar gar nicht so schlecht, mal in diese Richtung jetzt hier mal zu laufen. Hallo? Wir können mal in der Nachbarschaft, ein goldener Nasenstecker, in der Nachbarschaft mal so ein kleines bisschen uns umschauen, wer da vielleicht potenziell uns noch auf den Geist gehen möchte. Okay, die hat nur noch Schuhe an. Moment. Ich bleibe lieber am Zaun. Ist der Geier, was uns sonst begegnet. Aber das sieht jetzt hier ansonsten ganz brauchbar aus. Jawohl. Also, wir sind wieder zurück. Es ist übrigens schon der 2.9. Ne? Also, Bufo ist schon sehr, sehr lange jetzt hier draußen. Wird bedenklich. So, Feuerwehr-Axt nehmen wir mit. Und dann sehen wir jetzt mal zu, dass wir jetzt hier Dinge tun. Ganz im Ernst, ich droppe mal gerade eben das Ding hier. Einfach mal ein bisschen gewichtlos. Ne, jetzt bin ich ja noch... Bin ich ja noch schwerer, hallo? Jetzt endlich, meine Güte. Also gut. Nehmen die Baumstämme hoch und machen es hier erstmal zu. Wie viele habe ich denn jetzt? Ich glaube, ich habe nicht mal vier aufnehmen können. Hä? Drei Baumstämme. Nee, ich muss einen Teil von den Dingern hier abwerfen. Baumstamm wieder... Baumstamm mitnehmen. Ich nehme jetzt erstmal die schmutzigen. Warum geht denn das jetzt schon wieder nicht?
Also irgendwas stimmt hier doch nicht. Ach, jetzt geht's. Hä? Das Spiel weiß einfach nicht, was es tun will. Ich sag's euch. Das tut ganz komische Dinge, dieses Spiel. Das will, glaube ich, die normalen normalen Stofffetzen nehmen, bevor es die schmutzigen nimmt. Und dann reagiert es allerdings allergisch darauf, dass es dann auf die Distanz an die sauberen nicht mehr rankommt. Gehe ich ganz stark davon aus. Warte mal, jetzt haben wir noch 3 von den schmutzigen. 4 Stück haben wir auf jeden Fall. Okay, das ist gut. Bauen, Wände. Das ist egal. Ihr macht das schon wieder genau den gleichen Scheiß. Ich sag's euch. Bauen, Wände. Ja. Wilde Nummer. So. Ich nehme jetzt einfach mal direkt 4 Stück an mich. Menge nehmen. 4. So. Dann nehme ich jetzt hier mal die 4 hier. Und dann können wir jetzt hergehen und nochmal eine Wand errichten. Sehr gut, dann nehmen wir nochmal 4. Also Menge nehmen. Oh, diese Mod ist so gut, dass man hier einfach mal eine gewisse Menge nehmen kann. Ich nehme schon mal direkt die 2 hier. So, wunderbar. Dann nehme ich noch einen. Reicht ja einer. Habe ich zu wenige? Ich habe nur 3 genommen. Oh mein Gott. Ja, okay. Vom Gewicht her geht es aber auch gerade so auf. Sagen wir mal so. Gut, ich glaube, ich nehme mal alle die Dinger jetzt hier wieder mal auf, weil unsere Arbeitszone erstreckt sich jetzt demnächst hier in diese Richtung. Oh, es sind gar nicht mehr so viele Lakenseile. Die sind jetzt schon verbraucht. Ach nee, stimmt ja gar nicht. Lakenseile. Genau, die brauchten wir ja gar nicht mehr. Also gut, ich pfeffer die Dinger jetzt hier mal direkt hin. Wupp, nehmen, Menge. 4. Also das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. 4 Baumstämme. Wisst ihr was? Ich nehme nur 3. Dann nehme ich den da noch auf. Beziehungsweise kann den wahrscheinlich sogar hier liegen lassen. Bauen, Wände. Ne, das wird nicht gehen. Das ist zu weit weg. Wieder einmal. Bauen, Wände, Baumstammwand. Ja, jetzt. Das hat er irgendwie noch nicht so drauf, dass er das dann im Zweifelsfall einfach von alleine noch aufnimmt oder sowas. Das würde ich hart feiern. Passiert aber irgendwie nicht. So, wunderbar. Dann nehmen wir die da oben. Auch schon wieder 4. Nehme ich aber auch nur 3. Na, sonst vergesse ich, dass der da liegt. Das wäre ja doof. Tja, es ist eine ätzende Arbeit, aber sie muss getan werden. Moment, ich will mal gerade eben unterbrechen. Ich will mal gerade eben mal was gucken, ob ich dadurch Tischlerei lerne. Jetzt bin ich bei 148,28. Ja, man lernt dadurch tatsächlich was. Geilo. Also, Menge nehmen. Also, wir lernen Tischlerei. Das ist ja schon mal äußerst gut. Was das angeht, kann ich mich also gar nicht beschweren. 1, 2 und zack. Nehmen wir uns den Einzelnen hier mit. Und das könnte jetzt unser Level-Up sein, den wir brauchen. Für weitere Schritte. Ja, also wird sogar ziemlich sicher sein. Sehr schön.
Also ich mache es hier auf jeden Fall für heute an der Stelle noch weiter. Auch wenn es jetzt natürlich interessant wäre, ein Buch zu lesen. Ja genau, wir können noch genau einen setzen. So wie es aussieht. Mehr ist nicht drin für heute. Dann müsste ich nämlich erst wieder Holz fällen. So, wir haben noch keine dabei. Wir nehmen also wieder Menge nehmen. Wieder 4. Und bauen eine Wand. Das ist durchaus lukrativ. Also wenig ist das nicht, was man da an XP bekommt. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir diesen Kram jetzt hier zubekommen. Ich nehme jetzt hier mal die Nägel an mich und nehme jetzt mal ein paar Bretter an mich. Jetzt bitte sag mir, dass ich da theoretisch eine Tür setzen kann. Das wäre für mich das Schönste. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel ich jetzt davon genommen habe. Wie viele Bretter habe ich jetzt? Bretter? 4. Ich habe auch einen Faden hier, Nägel. Warum kann ich nicht bauen? Hä, warum kann ich nicht bauen? Habe ich keinen Hammer dabei? Ich habe natürlich keinen Hammer dabei, der liegt ja wenn schon da drüben. Upsi. Ausrüsten, großer Rucksack, jawohl. Irgendwas ist ja immer, vor allem wenn ich ihn nicht dabei habe. Achso, wir haben ihn schon auf dem Rücken jetzt. Sehr gut. Bauen, Wände, Holzwandrahmen, jawohl. Ja, der geht da hin. Der geht da hin, der Holzwandrahmen. Aber Moment, die gehen hier überall hin. Spannend. Dann gucke ich mal gerade eben. Türrahmen. Da brauche ich nochmal 2 Bretter mehr. 1 und 2. Ja, wir machen sie einen Türrahmen. Schon jetzt da hingesetzt, ey, das wäre voll doof gewesen. Okay, wir nehmen jetzt die restlichen Bretter und ziehen jetzt hier mal diese Wände jetzt hier noch rüber. Nee, direkt trinken. Also wir könnten hier auch auf jeden Fall noch angeln, ey, das ist absolut ideal. Das ist absolut perfekt jetzt hier, wie wir das hier gerade eben machen. Besser kann es eigentlich fast gar nicht sein. Weil, wisst ihr, mehr Wasserzugang brauchen wir nicht als das. Okay, perfekt. Jetzt kann ich das hier wieder droppen. Genau, Bretter und die Nägel droppen wir hier mal wieder hin. Dann werden wir wieder Bäume fällen. Die müssen weg. Ich will mal gerade eben gucken, ob ich hier noch rüberlaufen kann oder ob ich damit das jetzt hier wirklich zugemacht habe. Aber erst mache ich mal die Bäume weg. Also wenn es an mir gehen würde, hätte ich schon ganz, ganz gerne, dass ich hier laufen kann und hier nicht ganz zumachen muss. Ne? Wäre ja ein bisschen doof. Ich hätte schon gern diesen Auslauf hier, wenn es geht. Einfach, weil es hübsch aussieht. So, jetzt gucken wir mal. Ne, hier komme ich nicht hin. Hier komme ich auch nicht hin. Also hier würde man laufen können. Okay. Warte mal, jetzt will ich mal gerade mal gucken. Wenn ich das jetzt hier mache, baue, Wände, Holzsäule, Wand. Warte mal, das ging doch so. Ah genau, Holzwand, 2 Bretter. Ja, das haben wir ja easy. Zack. Dann mache ich jetzt hier mal. Man könnte sogar ein Holzfenster machen. Ja, aber das brauche ich nicht. Nee, ich mache hier eine Holzwand erstmal jetzt dahin. Na, die sieht momentan noch sehr, sehr läppisch aus, aber sagen wir, wie es ist. Die wird hübscher mit der Zeit. Ich hole noch mehr Bretter von der anderen Seite.
Und da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Danke für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Also ihr seht, ne, Bufo muss jetzt halt auch mal arbeiten. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.